Anti-Sex-Betten spalten Meinungen bei Olympia. Die Betten sorgten online für viel Gesprächsstoff und Lacher, wie auch ein passendes Instagram-Video vom Turmspringer Tom Daly aufzeigte. Er testete sein Bett im Olympischen Dorf, zeigte dessen Aufbau und hüpfte darauf herum. Auch dieses Jahr müssen die Athleten im Olympischen Dorf auf den sogenannten Anti-Sex-Betten aus Pappe schlafen, wie sie im Internet bekannt sind. Dass sie stabil sind, zeigte das Video von Daly, aber sind sie auch bequem? Die australische Wasserballspielerin Tilly Kearns verriet auf Instagram, dass sie nur ein paar Stunden auf dem Bett lag und gleich zur Massage musste. Der Grund war, dass sie starke Rückenschmerzen hatte. Die Pappbetten sorgen auch beim deutschen Olympiateam für gespaltene Meinungen. Der Volleyballer Moritz Kalitzek musste sich einem Medienbericht zufolge nach bereits einer Nacht eine neue Matratze holen, weil die eigentliche Matratze auch bei ihm zu Rückenschmerzen geführt hat. Der Wasserspringer Moritz Wesemann erzählte hingegen, dass er auf seinem Bett besser als in den letzten Wochen schlafen konnte.